Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben hier vorne wieder ein paar Sturmtruppler. Da ist aber du gekommen in der letzten Folge und hier geht's, glaube ich, weiter. Sieht zumindest noch aus. Ich habe beim Untersuchen des Sarkophags etwas bemerkt. Es ist ein sehr guter Ort, um Quellgeister loszuwerden. Du hast mich hergelockt. War das immer dein Plan? Du bist so dumm wie ein Schrottsammler. Greife den Feind an! Truppkameraden am Boden! Das wirst du bereuen. Ich kriege dich! Das ist jetzt nicht so geil. Holt euch den Jedi! Vorrücken, sofort! Du wirst nicht entkommen! Ein echter Kämpfer! BD, stimmt zu mir! Du bist schnell. Schau auf den Feind vor. Aufgeladen. Ich werde es genießen. Lass mich entkommen. Tod die Jedi. Oh je. Ja, und jetzt lernen wir anziehen. Safe. Padawan, wo ist die Macht? Überall. Sie ist in mir. Sie umgibt mich. Ganz richtig. Sie verbindet dich. Manchmal werden dich Gefühle, Schmerz oder Erschöpfung täuschen, denn du wirst dich getrennt fühlen. Isoliert. Es ist eine Illusion. Dein Lichtschwert liegt dir außer Reichweite. Aber durch die Macht bleibst du mit ihm verbunden. Spüre die Energie um dich herum und dann rufe deine Waffe. Die Macht ist in dir, um dich herum. Verbinde dich mit deiner Waffe. Lass dich durch nichts ablenken. Also. Die Macht ist mit mir. Sie verbindet uns. Ja, ich glaube schon. Sehr schön. Jetzt aber die wichtigsten Sachen alle beieinander. Wolltest du das nicht? Zum Glück berücksichtige ich alle Eventualitäten. Neue Fähigkeiten. Das finde ich gut. Sehr schön. Ist auch wieder mit einer Trophäe verbunden.
Da müssen wir einen mit seinem eigenen Blastergeschoss töten. Das heißt, wir müssen ihn quasi verlangsamen, anziehen und dann müssen wir seinen Blasterschuss, der auf uns zukommt, ihn reinhalten, dann quasi, dass der Gegner stirbt dadurch. Echo. Ein Opfer für den hier begrabenen Weiß. Damals wurde es als wertvoll angesehen.
das überprüfen? Los, holt ihn euch! Das war ein Treffer! Da glaube ich gar keins mehr hier. Fähigkeitspunkte. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. GG. Ich wollte nochmal hier reingucken. Sprinthieb. Den anderen heben wir uns mal auf, dann für den Lichtschwertwurf. Irgendwas findet man immer. Die häufigsten Opfergaben, die zum Migdrus Grab gebracht wurden, waren Votivskerzen, die für gewöhnlich mit gravierendem Metall umhüllt waren. Das heißt, ihre Flammen waren ein Symbol für Migdruls grenzenlose Macht. Ist auch so ein penetrantes Stück Scheiße. Das war ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht vor dem hier vergrabenen Weisen. Kerzen wurden häufig als Zeichen des Respekts und der Ehrerbietung für den weißen Migdrul entzündet. Die geht ja aus mit der Logik. War scheiße gelaufen. Ich hab einen Plan.
oben durchwerfen. Oh, so geht's auch. Deine Safo-Soldaten. Getötet wegen Diebstahl einer Opfergabe. Überreste eines Safo-Soldaten getötet wegen des Diebstahls eines Opfers für den Weisen. Habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium. Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiter forschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Ein Astrium. Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Alles ist miteinander verbunden. Trophäe bekommen. Meister Cordova reiste nach Zepho zur Heimatwelt einer alten Zivilisation desselben Namens. Diese hatte auch das Gewölbe auf Bogano gebaut, in dem er das Holocron versteckte. Auf Zepho entdeckte er das Grab des mächtigen weißen Mictol. Bei seinen Nachforschungen erfuhr Cordova von der Existenz einer Zepho-Astriums, mit dessen Hilfe er sich Zugang zum Gewölbe auf Bogano verschaffen könnte. Na, sind wir hier wieder. Drei Truhen fehlen mir dort. Drei fucking Truhen, Alter. Holy shit, Alter. Da hatten wir den Fight. Wo zur Hölle sollen da noch Truhen sein? Die sind wahrscheinlich wieder mega gut versteckt.
Tja, so eine gute Frage, wo wir jetzt hier gucken sollen. BD, was ist das? Zeig mal, was du gefunden hast. Heißjanischer Schmilz. Das war die erste Truhe da hinten. Die zweite war hier drin. Ja, hier sind Ruhe gewesen. Und noch ein Echo. Das sind Überreste eines Sepho. Ein Arbeiter, zu Tode erschöpft. Die Überreste eines zephonianischen Arbeiters hat sich buchstäblich zu Tode geschuftet. Na, GG. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme.
Der, wie kriege ich diese Scheiße hier weg? Oh. Als ob ich da nicht rüberkomme. Oh, geht doch. Das fliege ich jetzt hier hin. Dann springe ich da rüber. Ja. Jetzt werfe ich den Käse darüber. Und ich treffe natürlich nicht, weil ich scheiße bin. Digga, ich raste aus. Geht doch. Willst du mal reinsehen? Zeig mal, was du gefunden hast. Neuer Skin für die guten BD. Na, hier fehlt auf jeden Fall wieder mehr Scheiß, weil ich habe nur 87% und das ist noch eine Truhe. Ich glaube, dass wir dann irgendwo noch ein Echo oder irgendeine Scheiße haben werden für die 100%. I don't know. Na, da werden wir dann mal in der nächsten Folge gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dorthin, haut rein. Euer Boltgamer YouTube. Ciao.